Halbzeit ein bisschen verschlafen, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und das war der Knackpunkt. Ich denke, zweite Halbzeit können wir uns nichts vorwerfen, wir haben alles probiert und am Ende 2-0 zu verlieren, ist zwar bitter, wir wollten Punkte mitnehmen, aber am Ende des Tages müssen wir damit leben. Ja, schon komisch, wenn das ganze Stadion, wo 15.000 Zuschauer drin sind, alles ruhig ist und bei gewissen Aktionen nur raus durchs Stadion geht, das ist sehr ungewohnt und mir hat halt die zweite Halbzeit dann besser gefallen. Müssen kurz vorm Spiel, aber allein da, deswegen liegt es nicht. Natürlich, wenn ein Kapitän ersetzt werden muss, ist es halt schwierig, aber wir haben Vertrauen in allen unsere Spielern. Wir haben halt die erste Halbzeit, beziehungsweise nach den ersten 10, 15 Minuten haben wir halt komplett den Faden verloren. Wir haben gut angefangen und dann, je länger das Spiel dauerte, nach dem Gegentor, haben wir halt 3, 4, 5 Torchancen zugelassen, was halt normalerweise nicht unser Spiel ist. Deswegen waren wir halt enttäuscht aufgrund der ersten Halbzeit. So wie wir halt reagiert haben in der zweiten Halbzeit, war es ordentlich, ohne halt geglänzt zu haben. Aber es ist halt uns allen klar, dass halt so eine erste Halbzeit darf uns nicht oft passieren.